Im Westen der Reichsbahndirektion Berlin liegt die Grenze zur Reichsbahndirektion Halle. Die Reichsbahndirektion Halle umfasst nahezu das gesamte Bundesland Sachsen-Anhalt sowie Teile von Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Seit dem Fahrplanwechsel sind auf der zweigleisigen Magistrale Berlin-Magdeburg Intercities und internationale Schnellzüge mit 140 km pro Stunde unterwegs. Meist von den umgebauten 232ern, der heutigen für 140 km pro Stunde zugelassenen Baureihe 234 befördert. Eine der letzten Hochburgen der Baureihe 228 ist das BW Brandenburg. Anfang der 60er Jahre stellte die Deutsche Reichsbahn die ersten seinerzeit als V180 bezeichneten Diesellokomotiven in Dienst. Die Brandenburger 228er sind auf dem Streckenabschnitt Potsdam-Magdeburg anzutreffen. Hier 228, 728 bei der Ausfahrt in Brandenburg. Besonders reizvoll für Eisenbahnfreunde ist der Zustand der Strecke. Größtenteils verlaufen entlang der Bahn noch Telegrafenleitungen. Fast alle Blockstellen verfügen über Formsignale. Die Empfangsgebäude stammen überwiegend aus der Entstehungszeit, so auch der Bahnhof Kirchmöser. Standortwechsel nach Leipzig, dem Bahnknoten überhaupt. Seit über 75 Jahren ist der Leipziger Hauptbahnhof der größte Deutschlands, wenn nicht gar der größte Europas. Der repräsentative Bahnhof wurde im Oktober 1915 als Gemeinschaftsbau der preußischen und sächsischen Staatsbahn in Betrieb genommen. Bahnsteighallen und Empfangsgebäude umschließen etwa 83.640 Quadratmeter Grundfläche, heute eine einzigartige Dimension. Fast 95 Kilometer Gleis sind im Bahnhofsbereich verlegt. Von 22 Stellwerken werden über 400 Weichen bedient. Auf 26 Bahnsteigen werden täglich bis zu 700 Züge abgefertigt. Im Rahmen einer Plandampfveranstaltung machte sich 020201 mit einem D-Zug nach Saalfeld auf den Weg. Mit fast 500 Zügen täglich ist der Hauptbahnhof Halle ein weiterer wichtiger Bahnknoten der Reichsbahndirektion Halle. Charakteristisch für den Bahnhof ist das repräsentative Empfangsgebäude. Der Streckenabschnitt Halle-Leipzig ist einer der meistbefahrenen der Deutschen Reichsbahn. Der Triebwagenfahrzeugpark der Reichsbahndirektion Halle umfasst so gut wie alle Baureihen der Deutschen Reichsbahn. Bei Haldensleben überquert ein Personenzug mit einer 229 an der Spitze den Mittellandkanal. Recht umfangreich ist der Bestand an Leichttriebwagen der Baureihe 771. Hier im idyllischen Bahnhof Blumenberg konnten wir die zweiachsigen Wagen beobachten. Anfang der 60er Jahre hat die Deutsche Reichsbahn begonnen, den Betrieb auf Nebenbahnen mit diesem Fahrzeugtyp zu modernisieren. Hier macht sich eine sogenannte Ferkeltaxe auf den Weg.
Auf zahlreichen Nebenbahnen sind die Leichttriebwagen anzutreffen. Hier 771-638 unterwegs nach Freckleben. Rückgrat im Reisezugdienst bei der Deutschen Reichsbahn auf nicht elektrifizierten Hauptbahnen ist die Baureihe 232 bzw. 234. Hier verlässt 232-196 mit einem Eilzug den Bahnhof Sandersleben. Besonders interessant für Eisenbahnfreunde ist das Museums-BW Stassfurt. Nicht weniger als 5 betriebsfähige Dampfloks sind in Stassfurt beheimatet. Jede sich bietende Gelegenheit wird von den Stassfurtern genutzt, um ihre Dampflokomotiven einzusetzen. Im Frühjahr war 65-1049 zur Personalschulung zwischen Aschersleben und Dessau unterwegs, hier bei der Ausfahrt in Bernburg. Kurz hinter dem Bahnhof Bernburg wird die Saale überquert. Die 65-1049 gehört zu einem Neubau-Lokomotivenprogramm, das Mitte der 50er Jahre vorgestellt wurde. 1956 verließ 65-1049 die Werkhallen der VEB-Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg. Heute gehört sie zum betriebsfähigen Museumsbestand der Deutschen Reichsbahn.